und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enigmata 2, die Nebel von Ravenwood. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben. Ich glaube, wir sind auch kurz vorm Ende. Ich glaube, lange dauert das hier nicht mehr. Wir haben jetzt hier ein Herzemblem. Muss aber dennoch immer mal gucken, dass ich jetzt hier nichts übersehe. Nee, hier bin ich falsch. Hier bin ich auch falsch. Nee. Hier. So. Das jetzt einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Okay. Wie gesagt, jetzt so ein bisschen intensiver gucken. Uns fehlt nur noch ein in diesen Schimmerbildern. Und es wäre schade, wenn wir das Ding verpassen würden. Okay, jeder Abschnitt des Mosaiks stellt eine Szene aus Modais Geschichte dar. Nutzt die Objekte an dem Mosaik und ordnet die Ereignisse chronologisch an. Einmal. Zweimal. Das. 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 Okay, und das. Hier ist aber dennoch nichts. Ist hier noch irgendwas? Man, jetzt kann ich nicht wieder in einem einzigen Ding hapern. So, und der letzte Teil der Geschichte. Auch nicht. I lied to you, Detective. There are still two Reapers remaining. The final duel is now about to begin. If I were you, I would pray that it is the priest who is victorious, not the Raven. It is the second time you save me, and thus you're not on my list this time. It's the preacher from Maple Creek, the man I've been hunting. He and Whitmarsh are the last of the Reapers. How can I stop either of them? Think, Detective. The evil preacher from Maple Creek. My ultimate enemy. He was here all the time.
He will try to defeat Whitmarsh now. I will have to face whichever comes victorious from their duel. How can I match the Reapers of Asmodai? Hätte man eigentlich auch drauf kommen können, wenn man auf die Stimmen geachtet hätte. Damit. The ultimate weapon. This must be the one the Preacher spoke of in his story. The only artifact with which the Reapers can be defeated. Wait. Back in Maple Creek, Hamilton stole the Preacher's ritual dagger and tried to murder him with it. And now he's used it twice to scare off Whitmarsh's raven. This must be the weapon. Mm-hmm. This is why Whitmarsh sought Hamilton. He needed the weapon to slay the Preacher and thus become the last and most adored of the Reapers. Hamilton is here and has the dagger. It's time I paid him a visit. Okay, erlange die Waffe. Natürlich alles nochmal abgucken, absuchen. Ich werde jetzt auch noch einmal hierhin zurückgehen. Bis einmal komplett an den Anfang, weil ich wissen will, wo diese letzte Szene ist. Kann ja nicht sein, dass die unauffindbar ist. Da ist übrigens noch ein Viech. Schau mal. Okay, nee. So einen Schmetterling haben wir auf jeden Fall noch gefunden. Also in der Eule liegt's nicht. Jeden einzelnen Winkel hier nochmal absuchen. Weil ich Angst hatte, dass ich irgendwo was vergessen habe. Wir sind so kurz vom Ende. Großartig, neue Gebiete kommen da jetzt nicht mehr. Da. Gefunden. Gefunden und bekommen. Ja, da hätte ich mir lange einen Wolf suchen können. What? The Preacher's here? What are we waiting for? Let's get after him. Damn it! I can't stand on this leg. You go ahead. But remember, he's dangerous. I'll follow you as soon as I can. But it might be a while. He's a dangerous man. And I'll follow your tracks as soon as I can. I suspected this weapon had a meaning to Whitmarsh. But not this. No matter. Time's getting short. Take it and go. I'm right behind you. Okay. Das haben wir. Da ist noch eins. Die Wimmel-BC braucht ihr hier diesmal nicht. Okay. Warte mal. Ganz kurz.
Okay. Also eigentlich habe ich jetzt alle Errungenschaften. So, eigentlich müsste es... Müsste ich die Auszeichnung schon gekriegt haben, aber okay. Irgendwie will er mir die letzte nicht geben. Warte mal. Oh Gott. Okay, das Raubtier beißt zurück. So, you managed to break free. I assume that annoying woman had something to do with it. I admit, she was helpful for a human. No matter. Soon the ultimate weapon will be mine. The one who stole it from you will be here soon, like a fly falling in the spider's web. Then you'll meet your inevitable end, brother. Sassy as ever. Try. We both know Master favors me. Never! Oh. Nett. Okay. Ziehe vorsichtig in den Wurzeln. Our daughter. Where? Everywhere. The fog. Everywhere. Wenn nur die Mutter redet. Becky, darling. Run. Everywhere. Run! Becky's safe. She's hiding in the logging camp. Is our child safe? I don't know how to thank you. Run! Take care of your girl. Forget about me. There's no time. Thank you. Well, nein, ich bin schon wieder ausgetappt. Fool, did you really think you could beat me? You should have escaped when you had a chance. Bereft of your tiny Maple Creek domain, hunted by mortals seeking shelter. Your forces are no match for my power. Look around you. Ah, detective, you never cease to amaze. Pity, I plan to keep you for the very end. I should have brought you here immediately. Now the game is over. Weren't you looking for me? Where is the dagger? Where is it? Do I need to inflict some pain to make you talk? Hamilton did it to give me time to act. Think, detective. Oof, what am I? You're only human. You thought you could oppose me? This is... Muss ich zerstören.
Würde ich ja gerne. Darf ich aber nicht. You thought you could oppose me? Ich kann hier aber nichts machen. Denk schon. Ich fühle direkt zum Herz. You're only human. Ja, aber... Du musst es zerstören. You're only human. You thought you could oppose me? Ah. You thought you could oppose me? I will squeeze the life out of you if I have to. Where's the dagger? So, und jetzt das Ding da rein. Haha. So, und das war Enigmate 2, die Nebel vom Ravenwood. Und ja, damit haben wir auch quasi den zweiten Teil fertig. Beziehungsweise es gibt noch ein Bonuskapitel, welches ich natürlich spielen werde. Ja. Deswegen werde ich das hier jetzt gar nicht großartig durchlaufen lassen. Ich frage mich nur, warum ich jetzt die letzte Errungenschaft nicht gekriegt habe, obwohl ich alle... Also wirklich alle Errungenschaften gekriegt habe bisher, aber naja, okay, sollte es dann wohl nicht sein. Und ja, ich hoffe, euch hat aber das Let's Play gefallen und ich hoffe, ihr freut euch auf, auch auf die Bonus-Abenteuer. Und ja, dann geht das auch bald weiter mit dem dritten Teil. Das wird dann wahrscheinlich wieder eine kleine Pause zwischen den einzelnen Teilen geben. Und ein eventuelles Projekt habe ich danach wahrscheinlich schon, weil ich es jetzt endlich zum Laufen gekriegt habe. Und ja, mal gucken. Vielleicht gefällt es euch ja. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.
It's been 2 years since the events of Maple Creek, and I'm still on the hunt for the Preacher. So far, he stayed one step ahead. But I have a lead.